Gibt es denn irgendwelche Möglichkeiten zu oder mitzubestimmen, wo ich abnehmen kann, wo ich gar keine Möglichkeiten, das so ein bisschen zu. Die Frage kann ich eindeutig auch ohne zu argumentieren mit Nein beantworten. Der Körper lässt sich nicht programmieren, dass du sagst, Kollege, da unten rechts, oberhalb von der Kniekehle, bitte genau die Stelle anpacken. Macht er nicht. Nein. Du kannst nicht spezifisch Fettzellen an einer Stelle anzapfen, das geht nicht. Sondern du musst den Mensch angucken. Oben ist der Kopf, unten sind die Füße. So, bei Frauen ist meistens der Po und der Oberschenkel die Problemzone, bei den Männern mehr abdominal. Das ist von der Natur aus gegeben. Ich behaupte, dass die Natur sich dabei was gedacht hat. Ich weiß gar nicht, ob es eine wissenschaftliche Studie gibt. Es gibt zwei Antworten dafür, warum Frauen zum Beispiel spezifisch im Taillenbereich mehr Körperfett haben. Welche Antwort wollte als erstes hören? Die liebe Antwort oder die nette Antwort? Die böse Antwort oder die nette Antwort? Also, bei Frauen ist es so, dass natürlich im Hüftbereich, das würde ich so spekulieren, dass Frauen werden schwanger und sie bekommen einen dicken Bauch. Jetzt überleg mal, die Frauen hätten auch wie Männer so ein schön abdominales Fett und haben schon eh schon Ungleichgewicht. Und da kommt noch eine Schwangerschaft dazu. Ich denke, dass die Natur gesagt hat, okay, wenn der Bauch dazukommt, dann setzen wir das Fett lieber am Oberschenkel, am Po an, dann habe ich ja ein Gleichgewicht. So, und das Böse ist, warum es bei Frauen so angesetzt ist, dass sie beim Tratschen nicht aus dem Fenster fallen. Du kannst also einen Körper so programmieren, dass sie irgendwo abnehmen. Das hat auch noch ein bisschen was mit Hormonen zu tun, dass manche Frauen eben einfach die Veranlagung haben, dieses typische Östrogenveranlagung, da dauert es einfach ganz lange, wenn es im Hüftbereich ist. Du musst es so vorstellen, im Gesicht, spannendes Thema, ihr seht ja auch, dass viele Menschen ganz schnell im Gesicht abnehmen, weil da hast du die dünnste Schicht. Und jetzt gehst du mal runter und dann packst du einfach mal dort an, wo es dir nicht gefällt. Dann stellt man auch oft fest, dass es da kalt ist. Da ist auch eine schlechte Durchblutung und da ist sie schichtig. Jetzt hast du zum Beispiel am Po so eine Schicht, am Innenschenkel so eine Schicht. Aber im Gesicht hast du so eine Schicht. Am Oberkörper hier, zum Beispiel hier bei Frauen, ist so dünn. Und was passiert, wenn sie es übertreiben? Dann ist hier, sieht es nicht mehr schön aus und da unten hängt immer noch der Rest übrig. Du kannst es nicht programmieren, geht nicht. Egal, auch du siehst ja jedes Frühjahr das Gleiche. Was wird verkauft? Bauchbeine, Po, Gürtel, die Stromschläge verpassen auf dem Bauch, um den Menschen zu suggerieren, jetzt kannst du deinen Bauch abbauen oder du ziehst ein T-Shirt an, wo dein Bauch reinquetscht. Das lässt sich nicht programmieren. Es lässt sich nicht programmieren. Es hilft nur, über lange Sicht sein Ernährungsverhalten zu halten. Und dabei geht es nicht nur, dass man sich die ganze Zeit kasteit, weil Ernährung sollte immer erst gesund sein. Und in zweiter Hinsicht sorgt eine gesunde Ernährung auch zu einer optimalen Körperzusammensetzung. Wie diese optimale Körperzusammensetzung ist bei jedem Menschen auch ein Stück weit individuell. Es gibt Menschen, die schaffen es nicht, als Frau unter 12% Körperfett zu kommen. Die bringen sich vorher um. Es gibt Frauen, die machen zack und sind bei 12% Körperfett. Es gibt Männer, die machen zack und sind unter 10% Körperfett. Es gibt Männer, die machen zack und haben solche Arme. Es gibt von Bandbreite von A bis Z alles. Ich kenne Leute, die gehen ins Fitnessstudio, die haben innerhalb von einem Jahr das erreicht, wo ich 5 Jahre dafür gebraucht habe. Wichtig ist meines Erachtens nach, sich mit sich selber zu arrangieren. Das heißt, ich habe eine gewisse Struktur und diese Struktur auch irgendwann mal zu akzeptieren, weil die meisten tun das nicht. Jeder Mensch hat eine Wunschvorstellung von seinem Körper und zwar genau das Gegenteil von dem, was er ist. Immer genau das Gegenteil. Ich habe da immer ein schönes Beispiel von zwei Freunden von mir. Die haben immer ein Dings gespielt, ein Videospiel. Ich habe das immer beobachtet und dann ist bei mir ein Licht aufgegangen. Der eine war so brutal durchtrainiert, extrem schnell, Kampfsportler, Turner. Und der andere war so breit wie die Tür und auch so groß, also größer wie die Tür. So, und dann haben die so ein Rollenspiel gemacht. So, und der Schlanke, der hatte sich ein Tor rausgesucht. So ein Schrank mit so einem Hammer. So, und der große Breite hat sich einen Kung-Fu-Kämpfer rausgesucht, den extrem schlanken Agil. Immer genau das Gegenteil von dem, was wir sind. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Stolperstein. Weil dein Gehirn die ganze Zeit sich mit dem Thema beschäftigt, warum bin ich nicht so? Warum kann ich nicht so sein? Warum kriege ich jetzt nicht einen Sixpack? Warum habe ich denn den tollen, knackigen Po, was die hat?
So, und das zu akzeptieren, das nimmt ganz viel Stress. Und dann, wenn es ganz viel Stress nimmt, dann haben wir die Chance, uns zu verändern. Wenn aber der Stress da ist und der Kopf die ganze Zeit sich ums gleiche Thema drängt, sind keine Ressourcen da. Man erschöpft sich in der Birne so, durch die ganze Zeit ein Ziel zu verfolgen, das von Natur aus mit großer Wahrscheinlichkeit bei dem größten Anteil der Menschen nicht möglich ist. Der Mensch ist tatsächlich in der Lage, sich ganz oft Dinge zu wünschen, die mit der Realität nicht vereinbar sind. Jetzt würden andere sagen, ja, aber es nimmt den Menschen nicht die Hoffnung. Warum sollte ich jemand ein Idee ins Hirn pflanzen, was er so nicht erreicht? Außer, dass er sich von morgens bis abends selber dreht und unglücklich wird irgendwann, weil er diese Motivation immer aufbringt, das Ziel zu verfolgen, dann bricht das vielleicht so ganz ab. Also warum geht man nicht her und gibt Menschen ein realistisches Ziel und sagt, pass auf, das, was du dir wünschst, ist schön, dass du es wünschst, aber du wirst da nicht hinkommen. Ganz klare, ehrliche Worte. Ich habe mir auch schon viele Kunden vergrault wahrscheinlich mit dem, weil ich gesagt habe, das funktioniert nicht. Ja, aber dort steht es. Nein, das funktioniert nicht. Ich bin einfach ein Gegner dagegen, dass man sich die ganze Zeit im Hirn eine Vorstellung macht, die mit der Realität nicht vereinbar ist. Lieber ein realistisches, erreichbares Ziel, was ich erreichen kann, vornehmen, erreichen und wenn ich dort angekommen bin, vielleicht noch ein nächstes Ziel übersetzen, als irgendein Ziel zu projizieren, wo du von vornherein weißt, es funktioniert. Ich bekomme ja Bilder zum Teil von meinen Coaches. Und dann gucke ich die Originalbilder an, gucke den Wunsch an. Ich sage, wie bringst du das jetzt am besten bei, dass es nicht geht? Es gibt Leute, die schicken mir Bilder und denke immer, hallo, wie unrealistisch kann man, ja, das ist wirklich zum Teil so unrealistisch, weil da halt nichts passt. Weißt du, wenn du halt von Natur aus so ein breites Becken hast und so schmale Schultern, dann kannst du oben nicht so ein Kreuz haben und so eine schlanke Taille. Das geht gar nicht. Aber die haben den Wunsch. Ja, das ist anstrengend. Das ist nicht nur für sie selber anstrengend, sondern auch als Coach ist es anstrengend. Und für sie selber ist es am anstrengendsten, weil sie immer was verfolgen, was nicht erreichbar ist. Und jetzt überleg mal, welche Kapazität unser Gehirn hat. Jetzt überleg mal, was passiert, wenn ein Mensch eine Vorstellung hat, auf die er sich komplett eingeschossen hat. Aber er hat die Grundvoraussetzung überhaupt nicht dafür gegeben. Was macht er den ganzen Tag? Fragen, Fragen. Enttäuscht, enttäuscht. Hinterfragen, hinterfragen. Enttäuscht, enttäuscht. Der verpasst das ganze Leben. Nur, weil er die dämliche Idee im Kopf hat. Da ist er ja dauerhaft unglücklich. Also er ist ja immer nur unglücklich. Da ist er immer auf der Suche nach... Richtig. Das steigert, das hört ja nicht auf. Nein, das hört gar nicht auf. Wie ist denn das? Das heißt ja auch, dass der Körper sich so ein Wohlfühlgewicht, also dass der sowas hat. Ist es dann überhaupt möglich, wenn ich praktisch, was weiß ich, 5 oder 10 Kilo unter diesem körperlichen Wohlfühlgewicht an mich hingekämpft habe, dadurch gesunde Ernährung, ist es dann überhaupt möglich, zu sagen, ich bleibe dabei? Oder ist es so, dass der Körper regelrecht darum kämpft, wieder zuzulegen? Der Körper, es gibt halt schon, das hast du ihm natürlich auch beigebracht, was für ihn gut ist. Ne? Das muss nicht unbedingt von Natur aus so sein. Sondern wenn jemand zum Beispiel einen sehr hohen Körperfettanteil ist, was war das in der Evolution? Überlebensgarant. Das hast du ihn zum Beispiel schon immer bei 35% Körperfett gehalten, dann will er da bleiben. Du kannst schon runterkommen, aber dazu braucht man Geduld. Weil du hast einmal eine genetische Veranlagung. Das ist das, du kriegst ja deine Fettzellen mit von den ganzen Vorfahren. So, und hast eine gewisse Anhäufung und dann gibt es ja auch noch so dieses Verhalten, was man sich selber beigebracht hat. Bewegungsverhalten, Ernährungsverhalten. Und es gibt letztendlich die Summe, wie man irgendwann mal dasteht, was da ist. Das kann man verbessern. Die Frage ist, mit welchem Aufwand? Die Frage ist, wie viel meines Gehirnes muss ich nur noch dafür benutzen, um das zu erreichen? Ist das gesund? Das ist immer die große Frage. Mhm. Wichtig ist die Eigenakzeptanz. Gewisse Dinge zu akzeptieren, auch bis zu einem gewissen Grad, wie sie sind. Wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, ganz abstehende Ohren habe, ja, super abstehende Ohren, dann kann ich mir so operieren lassen. Ich kann mir aber nicht wünschen, dass sie sich anlegen. Ich kann trainieren, wie ich will, die werden sich nicht anlegen. Wenn ich ein langes Gesicht habe, ein schmales Gesicht habe, da kann ich mir mein Leben lang dagegen wehren, dass ich ein langes, ein schmales Gesicht habe. Ich kann es aber nicht verändern. Wenn ich eine breite Taille habe, einen schlanken Oberkörper, kann ich mir wünschen, natürlich eine ganz schlanke Hüfte zu haben, einen ganz breiten Oberkörper. Ja, aber wenn der Knochenbau es nicht zulässt, ja, und dann ficke ich mich von morgens bis abends mit diesen dämlichen Gedanken. Und was passiert? Mein Gehirn hat keine Zeit dafür, sich über Kleinigkeiten zu freuen, überhaupt nicht. Das ist komplett unterm Horizont, unterm Spiegel.